Hallo, liebe Imkerkollegen. Die Not macht erfinderisch. Ja, was macht ein Imker, wenn er keinen Führerschein für ein Auto hat? Man wird erfinderisch. Ich hatte sonst immer einen Mofa, wo ich diesen Anhänger dahinter habe. Das läuft zurzeit nicht mehr. Und jetzt fahre ich Motorrad. Und ja, was habe ich mir gedacht? Irgendwie müssen die Bienen nach Hause. Die Ableger. Dieser Ableger stand ja noch auf meinem Ablegerstand im Moor. Den habe ich dann zusammengeschnallt. Da habe ich noch eine Futterzarge drauf und eingepackt. Und ab ging es dann aus dem Moor per Motorrad und Anhänger. Ja, es ist nicht zulässig, es ist nicht TÜV abgenommen. Aber eine andere Möglichkeit hatte ich nicht, um es zu transportieren, also warum nicht? Dachte ich mir, nach Hause muss das Volk und dann muss das so gehen. Naja, wir wohnen eben auf dem Dorf und da macht man all solche Sachen und naja, so sind die Völker zu Hause.